Kaffee schlingen, mein Fuß, halt, stehen bleiben, stopp! Wir hoffen aufrichtig, dass dir dein Aufenthalt in unserer Luxuskabine gefallen hat. Bitte achte beim Hinaustreten auf deinen Kopf. Danke für die Gastfreundschaft. Nicht faulenzen, Junge! Du hast Glück, dass die Parade Halt macht. Da fehlt wohl seltsamerweise schon wieder eine Brücke, oder? Pass auf, wo du hintrittst. Nicht, dass dein hübscher Umhang nass geweiht wird. Boom, war Yoga, mein Guter! Denk auch an den kleinen Mann. Vor allem, wenn deine Taschen voller Gold sind. Der Wald ist gesperrt, bis die Situation unter Kontrolle ist. Zurück, zurück! Dieser Bereich ist für den Pöbel nicht sicher. Hallo, entschuldigt die Verspätung. Ich stehe auf der Liste. Vorname Graham. Nachname? Die Liste befindet sich in der Arena, welche jenseits der Brücke liegt, die aus unerklärlichen Gründen fehlt. Wir haben eine Notlösung angefordert. Der Auftrag ist in Bearbeitung. Bei den Budgetproblemen in letzter Zeit bin ich skeptisch wegen der Reparaturen. Können die zwei da nicht nachsehen? Kyle und Larry? Die sind außer Dienst. Frag nicht. Keine Sorge, die Ritter in Spe da drüben finden schon eine Lösung. Dann können wir mit den Prüfungen fortfahren. Aber ich bin ein Ritter in Spe. Wenn ihr mir Platz macht, finde ich bestimmt einen Weg hinüber. Laut Daventry-Dekret 6645 darf ein königlicher Gardist während der Dienstzeit auf keinen Fall und unter keinen Umständen seinen Posten verlassen. Naja, Addendum 237a erlaubt es uns, den Posten zu verlassen, wenn ein Alarm vorliegt und jemand in einer schweren Notlage ist. Ich sehe mich korrigiert. Und wir wollen kein zweites Rubenstern-Fiasko. Ein verspäteter Prüfling stellt aber wohl keinen Alarm dar. Wir können den Posten nicht verlassen. Befehl ist Befehl. Weg von den Felsen, das ist gefährlich. Alarm! Posten verlassen! Lern schwimmen, Junge. Danke für die Rettung. Gern geschehen, Junge. Er hat mit mir geredet. Ich glaube, er hat mit mir geredet. Nein, mit mir. Wäre nicht das erste Mal, dass ich dich korrigiere. Wie man dich je mit mir verwechseln könnte, ist mir ein Rätsel. Wirst du es nie leid, dich zu irren? Er hat mit mir geredet. Ich glaube, er... Diese Müdigkeitsausrede wird langsam alt. Alt, aber nicht minder aktuell. Hä? Oh-oh. Oh je. Nicht gut. Bienen! 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 Ist noch Platz in eurem Halbkreis? Überlass das mal uns großen Jungs. Hier drüben, Kamera. Thank you.
Noch ein Horn und noch ein fehlendes Mundstück. Entschuldigung. Okay. Ich ließ die Axt im Baum zurück, weil ich sie nicht mehr benötigte. Bist du sicher? Ziemlich sicher. Alle fragen immer nach der Axt. Das wird langsam lästig. Oh. Einen Moment. Graham, richtig? Ja. Woher kennt ihr meinen Namen? Du wärst überrascht, welche Informationen die Leute preisgeben, wenn sie zu sehr über ihren eigenen Kram nachdenken. Und übrigens, ohne dich hätte es niemand hinüber geschafft. Gut gemacht, Graham. Danke, denke ich. Man wird es dir nie danken. Diejenigen, die ihren Verstand ihren Muskeln vorziehen, gehen meistens nicht in die Geschichte ein. Ich merke schon, wir zwei sind uns ähnlich. Du bist ein kreativer Denker mit Verstand. Um hier zu gewinnen, musst du ihre Stärke, Beweglichkeit und ihr Tempo wettmachen. Und du brauchst einen Freund. Ich bräuchte echt einen Freund. Man nennt mich Manny. Sehr erfreut. Also, Freund, was ist deine Lieblingsfarbe? Magst du Bonbons mit Popcorn-Geschmack? Wann hast du Zeit für Pyjama-Partys? Sind wir in einem Geheimclub? Grün. Ich mag lieber Pizza. Ich habe immer Mittwochs- und Samstagszeit. Und ich würde eher von einer geheimen Allianz sprechen. Allianz? Dieser Wettbewerb wird nicht einfach. Und Daventry braucht Männer wie uns. Zusammen haben wir vielleicht eine Chance. Wie ist der Plan? Wenn du gewinnst, leg beim König ein gutes Wort für mich ein. Wenn ich gewinne, mache ich dasselbe. Bald machen wir Karriere im Schloss. Wir sollten uns jetzt zum Turnierplatz begeben. Du kannst auf mich zählen.